So, die letzten Reste von der Wand kratzen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder. Dann kann ich noch. Achso, ich wollte noch chromatisches Metall herstellen, ne? Stimmt. Tragbare Raffinerie. Hier einmal hin, bitte. Und dann kann ich mir noch ein bisschen chromatisches Metall herstellen. Ich habe noch aktiviertes Kupfer, habe ich ja auch noch. Ah, da muss ich noch was farmen gehen. Aber kann ich jetzt aus einem auch ein chromatisches Metall machen? Und bei normalem Kupfer kann ich. Oh nein, normales Kupfer. Kann ich zwei. Brauche ich zwei Kupfer für einen? Ah, ja, ich brauche es halt, ne? Okay, ja, ich glaube, ich nehme nochmal die. Achso, ganz ja mal. Ich glaube, ich nehme die aktivierten Kupfer auch nochmal dazu, weil ich brauche wirklich so viel chromatisches Metall. Und außerdem habe ich da mal mehr Metallplatz frei. Und da war es auch fertig hier. So, den letzten vielleicht auch nochmal ganz kurz durchjagen. So. Stummelt sich auf, das ist doch schon mal ganz gut. Ja. War irgendwie, ehrlich gesagt, ein recht langweiliger Sturm. Mein Schutzschild. Achso, ich muss kurz hier. Ich dachte, ich mir Terrarium warum machen die mit. Aber die Energie geht runter von dem. Ich weiß nicht, wie ich auf. Ah! Es geht von meinem Sauerstoffteil runter und ganz unten links hier, weil es auch beim Jetpack geht es ja auch so schnell runter. Die 40% sind einfach davon. Ist ja. Oh! Der Schild ist noch kaputt. Ich brauche Natriumnitrat ganz dringend ein bisschen. Und zwar 13 Stück, dann hole ich mir das ganz kurz. Hier tragbar Dings. So, 13 Stück, das heißt, ich brauche 26 Natrium, wie es aussieht. 35, 17. Oh, kein Treibstoff. Wie viel 13 brauche ich insgesamt? Das heißt, hier habe ich jetzt schon mal 8. So, und jetzt Natrium. Jetzt brauche ich nochmal. Ich muss aufpassen, stoppen dann. So, perfekt, 13 Natriumnitrat. Wunderbar. So, dann das einmal wieder mitnehmen hier. Dann hole ich mir ganz kurz da mal mein Schild wieder. Ist ja nicht so schön, wenn ich aber kein Schild dafür habe fürs Raumschiff. Genau, so. Chromatisches Metall kann ich in den Hyperantrieb nochmal reinklatschen, weil der muss auch ganz dringend repariert werden. Das ist ja einer der wichtigsten. Das, mich, boah, das Wichtigste noch mit. Ansonsten hier brauche ich ein chromatisches Metall für und so. Irgendwas, was ich vielleicht noch fertig reparieren kann. Ja, guck mal, ich mache das noch für den Cadmiumantrieb. Und dann brauche ich noch zwei Kabel. Und dann kann man gleich auf rote Sternensysteme bald. Wie geil ist das denn? Einfach auf rote Sternensysteme. So, So, erster Flug mit neuen Raumschiffen hier. Und, okay, ist das fühlt sich schneller an. Ja, es fühlt sich wirklich schneller an. Ich kann kurz gucken hier einmal in den Weltraum, weil ich habe mich jetzt zu der Basis von dem. Ja, Frick, nein, nicht Apollo. Warte mal kurz, Apollo. Wo bin ich denn hier auch in der Galaxie überhaupt? Weil ich sehe gerade nichts. Ich bin ja extrem nah an der Mitte dran, laut dem Ding oben. Ich bin ja. Hallo, ich sehe gerade nichts. Okay, ich glaube, ich muss erstmal mit Apollo reden. Aber wie geil ist das denn? Normalerweise muss man so 2 Stunden, 2 Spielstunden braucht man erstmal, um überhaupt zum Herz der Galaxie hinzuwarpen. Aber ich bin einfach da. Ich bin wieder. Kann ich wieder raus hier? Hilfe. Ich komme ja nicht raus, ne? Also, mein Bildschirm. Ich drücke Escape. So, Leute, folgendes Problem. An der Stelle ist dann mein Spiel abgestürzt und ich habe danach nochmal eine Aufnahme gemacht mit einem Freund von mir, Tintin. Und wir wollten mal zu zweit aufnehmen. Das Ding ist, war auf meinem alten Laptop noch. Das hier ist jetzt mein neuer Laptop. Und das Problem dabei ist, dass der. Naja, die Aufnahme war ungefähr 2 FPS. Ich glaube, mittlerweile habe ich sie gelöscht. Da seht ihr bei meinen ganzen Aufnahmen hier. Oh, kleiner Spoiler. Genau, die beiden, die werden gerade noch rüber kopiert. Genau, Aufnahme 9 habe ich mittlerweile gelöscht. Das war nämlich Aufnahme 9. Und das Problem dabei ist, dass jetzt die ganze Aufnahme 2 FPS, die Tonqualität war wirklich grausam. Also ich fasse kurz zusammen, was passiert ist. Es geht relativ schnell. Also, mein Freund von da, der ist am neuen Planeten gespawnt, ich bin zugekommen, habe ein paar Materialien gefarmt, Ammoniak und so auf diesem neuen Planeten.
Ich habe mein Raumschiff noch ein bisschen repariert. Ich habe so eine Basis gefunden von so NPCs. Das ist quasi, das war so ein großer Turm quasi einfach. Und ja, war ganz nice auf jeden Fall. Hat aber nicht viel gemacht da. Dann war ich in der Anomalie. Irgendein anderer Spieler, ein richtig reicher, hat mir 40 Millionen geschenkt. Also aktiviertes Indium im Wert von 40 Millionen. Und da habe ich dann angefangen, auf einem anderen Planeten oder einem Mond, glaube ich sogar, mir einen Spot zu suchen, wo ich dann eine Farm bauen kann, diese automatischen Farmen. Da habe ich dann erstmal einen A-Hotspot gefunden, also einen sehr guten, bin da vom Planeten abgehoben, bin nochmal auf Planeten drauf, da war mein Spot weg, den ich gefunden hatte. Aber genau da, zufälligerweise genau da, wo ich gelandet bin, war halt ein S-Spot. Das sind die seltensten, also wirklich ultra selten, von irgendeinem Gas, ich glaube Stickstoff. Und da habe ich angefangen, meine Farm zu bauen. Und ja, wie es dann weiterging, das seht ihr dann jetzt in der Aufnahme danach. Also ungefähr 1,5 Stunden Timeskip, es tut mir leid, aber ich wollte euch jetzt nicht, dass diese schlechte Qualität antun. Also, ja. Jo, moin Leute, und das ist die neue Folge von No Man's Sky. Und ihr seht schon auf meinem neuen Laptop, denn die Grafik ist absolut unbehaftet. Ich habe 60 FPS tatsächlich, was relativ nice ist. Ich werde sogar dafür, dass wir mal, ich habe schon hier die Grafikoption alles auf Ultra gestellt und so. Und ich würde sagen, dass wir die Auflösungsskalierung vielleicht sogar mal auf 150% machen. Ja, guck mal, wie nice alles aussieht. Und ja, wir haben ein folgendes Problem. Ich muss ganz kurz mal hier erstmal die Kameraansicht ändern. Okay, Lautstärke passt. Oh. So, und zwar, wir haben folgendes Problem, dass ich habe nämlich ja mit einem Freund gespielt, Tintin, der ja auch bei Kickhammercraft dabei war. Naja, folgendes Problem dabei, dass erstmal die Aufnahme, ihr seht übrigens auch meine Extraktoren, meine Gasextraktoren arbeiten, dass nämlich die Aufnahme im Nachhinein ungefähr 2 FPS hatte und dass die Soundqualität, der Sound, der war wirklich, wirklich schlecht. Und ja, dementsprechend werde ich wahrscheinlich nur ganz kurz so zusammenschneiden, was passiert ist. Ich habe mir hier auf diesem Planeten eine Basis gebaut, das sieht so cool aus mit diesem Gras jetzt hier. Und habe ich noch was drin? Ah, ich brauche noch einen Treibstoff. Irgendein Spieler hat mir in der Weltraumanomalie freaking, ich weiß nicht wie viel, aber aktiviertes Indium geschenkt, von dem ich mal erzählt habe, das Wertvollste, das man so bekommen kann. Und das war insgesamt ein Wert von, ich glaube, 40 Millionen. Genau, 34 Millionen habe ich noch. Und da habe ich mir ganz viel Stuff von gekauft. Ich habe 10.000, die ich durchschmelze in chromatisches Metall. Und das chromatische Metall benutze ich A, um mein Raumschiff natürlich zu reparieren. B, auch um jetzt diese Farm zu bauen. Denn diese ganzen Farmsachen, die sind halt wirklich sehr, sehr teuer. Ich kann es mal kurz zeigen. Hier Energie. Oh. Solarmodule. 50 chromatisches Metall für ein Solarmodul. Natürlich noch ein bisschen. Dann 30 Gold, ist auch relativ teuer, aber Metallplatten gehen. Batterie. 60 Magnetismus, 100 verdichteter Kohlenstoff. Nicht teuer. Aber ist schon aufwendig zu farmen. Und das Schlimmste sind dann die Gasextraktoren. 100 chromatisches Metall pro Stück und 5 Metallplatten. Und Versorgungsdepots 10 Metallplatten. So, das Ding ist, die Metallplatten sind zwar nicht teuer, aber diese Metallplatten, oh, es läuft so flüssig, wie geil. Aber das Problem bei den Metallplatten ist halt, dass du kannst die halt nur in 10er-Stacks stacken. Und deshalb ist es halt wirklich ultra aufwendig zu farmen. Ich habe auch alles mit Stromkabeln verbunden, aber die seht ihr jetzt nicht, denn hier oben drauf, dieses Ding, macht die in der Umgebung unsichtbar, damit die ein bisschen schöner aussieht. Da vorne wollte ich meine Solarfelder aufbauen, da habe ich jetzt schon angefangen mit, wie ihr sehen könnt. Das sind alles meine Solarplatten, die mir jetzt schön Energie von der Sonne zapfen. Die transportieren, also die Kabel, die seht ihr halt gerade nicht, ne? Hier, das ist quasi mein zentrales Energielager. Und sie transportieren die halt die Energie quasi hier rein. Da sind meine ersten Batteriefelder, die sind auch natürlich schon angeschlossen. Da vorne sind meine 5 Gasextraktoren. Ich habe nämlich, ach so, habe ich noch gar nicht erwähnt, hier einen S-Hotspot gefunden. Ich weiß nicht, der wird nicht, der wird, die werden resetten, nachdem das Spiel neu gestartet hat. Jedenfalls genau, ich glaube, ich am mittleren. Habe ich nämlich einen S-Hotspot, also wirklich der beste, der möglich ist. Das war so ein Glück, an Stickstoff gefunden. Stickstoff ist nicht sonderlich wertvoll, aber halt ein S-Hotspot. Und ihr seht schon natürlich, wie. Oh, das ist schon alles voll sogar.
Ja, das sind halt meine Gasexplosion aktuell. Die produzieren 560 pro Stunde und eine Kapazität von 3250 haben die. Ah, ne, Quatsch, das Netzwerk produziert 2085 die Stunde. So. Und 3250 ist die Maximalkapazität. Deshalb brauche ich noch mehr von den Extraktoren, weil jeder von macht 1000 extra Kapazitäten dazu. Ich weiß nicht, wieso mein Raumschiff immer so weird hier in meiner Wohnung drin parkt. Das ist immer, wenn ich spawne. Deshalb werde ich vielleicht noch kurz ein Landefeld mir bauen. Habe ich das schon erforscht? Ich habe das Landefeld noch nicht erforscht. Ich werde mir ganz kurz, glaube ich, Technologiemodule farmen müssen. Und dann mach ich's mal. Und wenn der Stickstoff, der ist 65.000 wert, ist nicht viel. Aber wenn ich dann noch ein paar Verdauungsdepots habe und irgendwann 100.000 Stickstoff habe, dann ist das schon was. Dann ist das ist dann ordentlich. So, jetzt werde ich mal ganz kurz auf Technologiemodulsuche gehen. Ich glaube, auf dem Planeten sind dann nicht so viele. Was ist da? Ah, ist ein tragbare Raffinerie, okay. Da vorne ist noch Cadmium. Achso, wir sind auch auf dem ersten roten Sternensystem. Hier fliegen auch Wächter ab und zu mal rum, so wie chillen hier ihr Leben. Das ist mein erstes rotes Sternensystem. In dem Raumschiff, das ich gekauft habe, war ja das Cadmium-Dings drin. Ich fliege jetzt nicht los, weil sonst mache ich meinen Teil kaputt. Ich war noch ein bisschen auf anderen Planeten auch unterwegs und ich kann auch kurz was reparieren. Können wir was reparieren hier? Hier kann ich noch magnetisiertes Ferrit reinpacken, das habe ich noch gefarmt. Und chromatisches Metall natürlich, da habe ich jetzt auch erstmal jede Menge von. Ansonsten kann ich aber glaube ich. Oh, hier noch ein chromatisches Metall, sehr schön, da habe ich nochmal einen neuen Slot frei. Das ist sehr gut, jetzt kann ich mich die Photonkanone zum Beispiel noch da reinpacken. Phosphor fehlt mir noch, hier kann ich noch chromatisches Metall reinpacken. Also, ihr seht, das ist relativ teuer teilweise, ein Raumschiff zu reparieren. Aber ich meine, dafür, wir haben halt kein Geld dafür bezahlt. Wobei, ich glaube sogar, das ist jetzt. Ja, 4,6 Millionen jetzt wert, okay. Das hätte ich mir kaufen können sogar. Wobei ich glaube, der Wert geht auch runter, weil der ist nicht so, wie er eigentlich wäre. Weil es kaputt ist. Aber wenn ich mir nicht sicher, ist ja auch egal. So, okay, ich würde sagen, wir gehen auf die Suche nach Technologiemodulen. Oh, das ist eine magnetisiertes Ferrit. Wie viel habe ich denn noch? Nützt es farmen gehen? Noch 61, ja, ich muss mir das eigentlich farmen gehen. 220 U. Okay. Aber ihr seht auf jeden Fall, mit dem neuen PC habe ich die Grafikeinstellungen so hoch, ist das Gras ultra dicht und so, die Büsche, die hier hin und her wackeln und am Horizont seht ihr rote Berge. Ja, also es ist echt cool und dann auch hier flüssig ab mit 40 FPS, 50 FPS teilweise. Das macht richtig, richtig Spaß, im Moment Sky zu spielen. Und das Problem halt dabei ist, dass man wirklich nur, was mir auch gesagt wurde von... ich muss nur mal gucken, dass der Wächter mich nicht erwischt. Wir sind die Wächter auf dem Planeten. Die sind allgegenwärtig. Ach komm, scheiß drauf. Ich brauche das hier. Ich baue es auf mittlerer Stufe ab, dann geht es alles ein bisschen schneller. So, jedenfalls wurde noch gesagt, das Problem dabei ist, dass Moment Sky sehr, sehr langsam vorangeht. Ja, und das stimmt natürlich auch, aber es ist halt... Moment Sky ist ja auch ein Spiel, da hast du kein wirkliches Ende. Aber ich verstehe schon, was du gemeint ist, weil, ich meine, wenn du was Neues erreichen willst, dann... Oh, das ist die Weltraumanomalie, by the way. Dann musst du halt wirklich erstmal richtig, richtig lange farmen gehen. Und, ja, das stimmt. So, ich fahre das kurz noch ab und dann, wenn ich fertig bin, sehen wir gleich wieder. Oh, der Wächter hat mich gesehen. Hat er mich gesehen? Okay, scheiße, komm. Ich werde jetzt ab... Oh, er rafft es nicht. Er ist dumm. Er scannt die Steine und dann entspannt werde ich den. Weil ich mache trotzdem mal ein bisschen schneller auf mittlere Stufe, mal auf vorher Stufe kommen. Okay, hat es nicht gerafft. Entspannt. Wow. Yo. Holy shit. Hä? Warte mal, was ist denn hier los? Hier fliegen also Pollen durch die Gegend. Und wie geil der ist bitte aus. Die Wolken, die so Längen gefetzt werden. Hier dieser Planet. Holy shit, diese Streifen, was ist das? Ich hab das gar nicht wahrgenommen irgendwie. LOL, warte mal. Das sind die Ringe von dem Planeten? Ernsthaft? Nee, oder doch? Jo. Wie geil. Ich habe das gar nicht gerafft. Ich habe mich gerade gefragt, was sind das für geile Streifen. Und das sieht voll nice aus. So ein bisschen wie die, weiß nicht, im Norden diese Dingslichter, die. Ah, ihr wisst, was ich meine.
So sieht das aus.